So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Trained für Season 7, der Folge 52. In der letzten Folge haben wir hier in Trannas so ein bisschen die Stadt ausgebaut, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen den Stadtverkehr ankurbeln können. Nach dem Motto, hi, ich bin hier die schnelle Verbindung, ihr könnt eh nicht mit dem Auto fahren, von daher Chin drauf gesessen und fahrt mit uns bitte. Genau, also wir haben hier zwei Linien gezogen, quer durch die Stadt. Die sehen sogar gar nicht so schlecht aus und haben auch nicht so große Kurvenerwindungen. Ne? Ich habe hier schon so ein bisschen drauf geachtet, zum Beispiel hier oben. Das fand ich ganz süß von der Stadt, haben sie automatisch so gebaut. Hatte halt was Schönes Neues mal, ne? Von daher war ich da der guten Hoffnung. Ah, vielleicht sollten wir hier oben noch eine kurze rauslegen. Der wir hier hinfahren können. Ja. Leider laufen die Leute. Das will ich eigentlich nicht. Ja, vielleicht legen wir hier eine Buslinie hoch mit so zwei Fahrzeugen oder so. So. Machen wir das doch einfach so. Sagen dann hier hinten. Da hast du halt auch noch eine Position. Dann fährst du halt hier unten. Da kann er hier runterfahren ganz normal. Fährt er da rein. Fährt er dann da runter. Fährt dann da lang. Hier hoch. Macht dann zum Beispiel hier halt den Abzweig in irgendeine Richtung, die er will. Ja, ich denke jetzt gerade auch so ein bisschen wieder zukunftsmäßig weiter, nach dem Motto, wo können wir hin, wo passt es sich halt. Deswegen da halt auch eine etwas größere Linie gleich. Das heißt jetzt hier Trannas 03. Fangen wir da an, fahren da hoch, hier lang, da, zack. Zack, zack, zack. Da lang, hier. Dann da rum und zurück. So, 2, 1. Genau, Trannas 1 läuft. Also wir machen das mal sichtlich, wo die Strecke lang führt. Beziehungsweise die anderen führen ja hier irgendwie querbeet durch schon. So haben wir halt eine relativ gute Straßenabdeckung, ne? Wo wir sagen, hey, cool, lassen wir weiterlaufen. Oder halt nicht. Und jetzt setzen wir hier noch den Straßenersatzverkehr, keine Ahnung, hier dieses Austauschding an. Entschuldigung. Halleluja, was ist denn gerade los? Jetzt muss ich nur niesen nebenbei. Ah, wollte ich nicht. Tut mir leid, Mikrofon. Und natürlich auch hier. Yeah. Nein, ich habe ja nicht ins Mikrofon gehustet, von daher. Beziehungsweise genießt. Ne? Ach, Jahreswechsel wieder. Zack. Haben wir auch gleich den Zugwechsel wieder aktiv. Und jetzt sollten wir hier auch sehen, Trannas 3. 35 Leute. So, das sind schöne Zahlen, das will ich sehen und hören. Also, was geht hier schlechter, ne? So. Natürlich müssen die sich die Busse jetzt hier auch erstmal einfahren. Aber dann sollte das ja alles mit der Zeit weniger oder mehr werden. Wieso laufen die denn hier alle zur Bushaltestation anstatt bei der Straßenbahn? Weil die Straßenbahn fährt auch öfter vom Takt, oder sehe ich das falsch? Nee, wir brauchen nochmal eine Tram. Das geht gar nicht. Das war Trannas 2. Da. Das geht gar nicht.
Genau, so sieht's auch schön aus. Dann sollten die nächsten Leute eigentlich bei dir, ja, am kürzesten, an der Sekundenzahl wenigsten Station warten. So, falsch ausgedrückt. Aber mal da ist dasselbe. So, wir kaufen hier nochmal zwei bisschen nach. Nehmen wir ruhig die normalen. Weil irgendwie lohnt sich nicht, die größeren Modelle hier zu kaufen, nur weil sie vom Gewicht her schwerer sind und ein bisschen mehr Leistung haben, aber auch irgendwie mehr kosten. Ja, vor allem der kam auch noch später günstiger. Praktisch. Genau. Das war ja dann jetzt soweit das Ganze hier. So, wenn die ja weg sind, sollte ja auch der Verkehr runtergehen. Ist jetzt blöd, ich habe ja Busse nachgekauft, ne? Obwohl, es geht noch. Vielleicht pendelt sich sicher hier noch ordentlich ein, dass ich hier sage, dass es halt vernünftig läuft. Und ja, das müssen wir dann halt mal schauen, wie sich es auswirkt auf den Personenverkehr. Ich will ja nicht alles hier unten über den Bus fahren lassen. Ich will hier auch wirklich die Leute auf die Tram zwingen, so gesehen. Wenn ich die Haltestelle hier rauslösche, ne? Dann sollte das doch einfacher sein. 2 und 21, beziehungsweise 22. Zack und zack. Dann sollte jetzt auch der Großteil ja normal wieder über die Bahn fahren, weil der Weg bis zur nächsten Haltestelle ist ja viel zu weit, ne? Die laufen hier eiskalt runter. Ja, dran. Hä? Ach du Scheiße. Okay, das sind Verkehrsregeln, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Tranas 3 macht hier alle platt. Gut ab, ihr habt es geschafft, Busse. Vielleicht sollte ich wirklich nur die Hauptknotenpunkte anbinden. Nicht nur irgendwie so Nebenposten, sondern nur Knotenpunkte. Das sind zum Beispiel die beiden, die fliegen hier noch raus aus der Route. Weil sonst fahren ja alle mit dem Bus, ne? Und das heulen sie ja nicht. Wir haben ja extra dafür die Straßenbahn gebaut. Dass sie halt hier so ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr anfahren lassen. Von daher sollte das auch irgendwo halt Sinn ergeben. So, hier ein perfektes Timing natürlich wieder. Einer kommt rein, der andere fährt raus. Und die Bahnen sind wunschlos überfüllt. Es ist heftig. Wir haben es geschafft, viel zu viel Verkehr auf die Route zu bringen. Das heißt, wir dürften eigentlich noch einen Zug draufsetzen, der hier rumfährt. Untere Gleis. Wie hatte ich den Zug aufgebaut? Ich habe keine Ahnung, deswegen werden wir wahrscheinlich dreimal, werden wir hier einmal komplett leeren Zug fahren lassen, so gesehen. Na, ich nehme jetzt hier irgendwie irgendwas. 1, 2, 3. Was war das denn hier für einer? So. Machen wir hier nochmal die ganzen Wagen weg. Was war das denn hier? Ich glaube. 1, 2, 3. Bistrowagen. Dingswagen. 1, 2, 3, 4. So, und die setzen wir jetzt hier auf die Route 7. Genau, passt auf jeden Fall drauf. Dann haben wir hier jetzt halt noch einen 107er mehr. Jetzt müssen wir halt nur noch hier hinten den Stadtverkehr einmal ausbauen. Aber das dürfte ja auch nicht allzu schwer werden. Hoffe ich jedenfalls.
wie sieht es jetzt hier aus mit den Preisen, beziehungsweise mit den Einnahmen, es geht, ne? Okay, hier können wir nochmal den verkaufen. Und bei den Trams machen wir das, glaube ich, auch nochmal einmal, dass wir hier jeweils eine rausschmeißen. Weil irgendwo muss es sich ja rentieren, ne? So. Jetzt warten wir mal ab. Das ist der Bus, der verkauft wird. Weg mit dir. 300.000 kriegen wir noch für den. Aber beide Trams sind schon hier. So. Haben wir noch irgendwo irgendwas an anderen Fahrzeugen stehen oder Income stehen? So. Die blockieren ja alles. Ist es denn ernst? Wieso habe ich die denn irgendwann mal angehalten? Oh Gott. Hier stehen jetzt 238 Leute. Und das sind alle Pendler. Und ich wundere mich, wieso wir hier kein Geld machen, ne? So, weil wenn ich jetzt mal gucke. Minus 3 Millionen. Also 4 Millionen. WTF? Das muss jetzt erstmal hier wieder reingeholt werden. So ein Scheiß. So, sichtbar. Haben wir hier noch irgendwas Income? Nö. Das geht ja jetzt hier alles wieder. So ein Dreck. Zack, die Bahn ist voll. Natürlich auch heftig. Das, vor allem, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ne? Ich wundere mich nur eben gerade so, wieso steht die Bahn? Guckst nach und dann siehst du so, ach du Scheiße. Da bleibt es natürlich stehen und was passiert? Es bleibt stehen. So. Die fahren ganz normal. Der fährt aufs Äußere. Genau, dann fährt die Z4, also der Zug, den wir gerade wieder zum Laufen gebracht haben. Auf dem inneren Gleis, das heißt natürlich auf der Linie auch ein bisschen ja, negativ fahren. Genau, die fahren auch gar nicht mehr voll. Nur weil die ja nicht hinterherkommen, ne? Also wir möchten jetzt bemerken, 3 für 12, 12 ist die rechte. Und dann sollten wir irgendwie hoffentlich sehen, ihr seht es hier, auf einmal gehen die Zahlen doch wieder ein bisschen hoch. Und sie laufen immer noch und laufen immer noch. Natürlich kann auch sein, weil jetzt gerade neu reinkommen. Auf jeden Fall hat das ein bisschen was damit zu tun, dass wenn halt Leute nicht, also dass wenn eine Bahnroute steht, die Leute nicht reinkamen, weil zum Beispiel halt das Auswirkungen von anderen Linien hat, ne? Naja, müssen wir mal schauen, was wir hier so machen. Wir werden, glaube ich, erstmal die Fake-Linie hier platt machen. Beziehungsweise ins Verderben schicken. Ich kann mich, glaube ich, sogar noch erinnern, wo die Bahnen standen. Und zwar nicht da, sondern ein Dörfchen weiter. Nee, noch zwei Dörfchen weiter. Oh, das sieht hier so schön mittlerweile aus. Also ohne Witz, das sieht wirklich schön aus. Vor allem hier halt mit diesem Grünzeug so ein bisschen. Dann hier oben dieses etwas größere Gebäude. Natürlich kann man das hier noch so ein bisschen verteilen. Das ist halt ja, irgendwie sich komplett verteilt, normal. Von daher sehe ich da nicht all die großen Probleme. Genau, dann müssen wir hier hinten. Hier hinten sind die doch da. Sehen wir doch. Depot. Wir verkaufen einfach mal alle. So. Angehalten. Fahre. Haben wir jetzt alle wieder aktiviert? Ich glaube ja. Der dürfte irgendwie bei 200% sein. Ja, knapp bei 200, aber ihr seht ja selber, was die Züge kosten, ne? Also anfangs sind die Kosten ja nicht so aufgefallen, aber jetzt mit der Zeit.
Ich muss den Standardverkehr erstmal durchlassen. Deswegen habe ich den gerade mal angehalten. Was tackert denn hier? Weil er die ganze Zeit Gas geben will. Ne? Auch wird sich hier 3 Millionen, ne? So. Genau, jetzt fahren hier im Sekundentakt eigentlich Züge durch. Gott sei Dank haben wir hier oben auf das eine Gleis ein Depot gebaut. So 96.000. Also für 96.000 würde ich in Real Life auch noch einen Zug kaufen. Und den dann vermieten. So, mehr. Sieht super aus. So bahnmäßig läuft das hoffentlich alles hier so ein bisschen. Ja, so bahnmäßig sieht es echt okay aus. Die Fake-Linie, die macht jetzt langsam mal wieder. Ich versuche Geld zu reduzieren. Wir sehen natürlich hier 6 Millionen an neuen Betriebsfahrzeugen. Es ist nicht so schön, aber irgendwann müssen halt die Fahrzeuge immer ausgetauscht werden. Wir versuchen auch langsam wieder auf den grünen Ast zu kommen. Obwohl wir ja noch genügend Geld haben, aber man sollte halt frühzeitig anfangen, sobald es halt auffällt, diese Problemstellen in Anführungszeichen beheben zu lassen, ne? Sonst endet's wie hier. Was ist denn hier los? Z1? Wo ist denn unser Z1? Z1? Ich glaube, die Route ist echt viel zu lang, dass sich die Züge irgendwo stauen. Nee, hier fährt aber nur ein einziger. Beziehungsweise die werden alle aufgehalten hier unten. Durch? Nicht. Doch, durch die Z10. Vielleicht tauschen wir die doch mal durch einen Wagen mehr und schmeißen dann einen Zug dafür raus. Oder wir nehmen halt was komplett anderes. Was ist das denn? M-Logistik. Den Zug kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Kostet aber fast das Doppelte. Ding. Hm. Ich würde jetzt hier gegen verstoßen, so was wir uns gesagt haben, dass wir sagen, hey, supi. So, ne? Jetzt haben wir hier immer noch 8, 9, 10 Stück drauf. Einfach mal austauschen durch ein paar größere. So, kurz anhalten. So, dann haben wir 3 rausgeschmissen. Und jetzt sind nur noch 5 drin. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht bis jetzt aus. Halt nur noch mal ein bisschen abwarten, bis der letzte hier auch noch getauscht ist. Aber das sollte ja auch gleich der Fall sein. Da unten stand er. Kaum ein paar schneller. Was ist denn der letzte jetzt? Müsste irgendwo immer noch die Steigung hier hochfahren. Ja, da oben ist er.
ja, langsam versucht das aber hier hochzukommen. Also muss halt erstmal dieser Knoten gelöst werden nach dem Motto, hey, die anderen Züge haben noch Vorrang vor dir. Von daher macht das eben erstmal nichts. Ja. Aber da beginnt halt auch langsam die Suche nach dem Motto, hey, ich will gerne. So, dann ist das Problem auch schon mal geklärt. Ah, und jetzt fährt er rein, endlich in den Bahnhof. Er hat seinen Grün bekommen. So. Zack. Dann haben wir das hier erstmal fertig. Dann können wir hier erstmal schnell das Dings öffnen. Dann mal sagen, ja, ich möchte die auch nochmal alle kurz tauschen. Dann sind die Züge nämlich auch nicht mehr so alt, beziehungsweise, obwohl der, das war gerade eventuell der Fehler. Ja, das war gerade egal. Okay, hat er nichts ausgemacht. Aber was denen halt nichts ausmacht, ist für uns schöner. Haben wir uns ein bisschen Geld eben gerade gespart. Von daher, ich jammer nicht. So, genau, jetzt haben wir das fertig. Und wir haben hier hinten immer noch nichts getan. Ey, und wir sind schon bei 20 Minuten. Supi. Wie legen wir denn hier jetzt am besten die Spuren? Also ein Teil läuft hier generell gerade runter. Ne? Das heißt, wir könnten hier eine Route so machen und eine hier rüber. Dann hier natürlich eine. Und dann hier eine rum. Die Frage ist halt, was ist am effektivsten so gesehen, ne? So. Zack. So, dann lassen wir da einfach eine lang fahren. Und man kann das ja so machen, dass diese beiden, die hier zusammenlaufen, einmal die von rechts ist und einmal die, die von hier oben kommt, die linke ist. Und dass man dann, wenn man hier das unbedingt haben will, halt noch eine macht, die irgendwie hier zwischenfährt. Ne? Also, Möglichkeiten würden bestehen, das so zu bauen. Sagen wir es so. Ne? Klingt gut, finde ich gut. Ist auch schön. Von daher machen wir dann hier auch gleich die schönen Haltestellen rein. Nach dem Motto, weil wir es können. Zack. Dann kommt hier zwischen noch einer. Hier oben die, da eine. Da drüben und da. Dann da eine und dort eine. Also die werden dann zusammengeführt zu einer. Und dann. Genau, da haben wir die, da haben wir die, da haben wir die. Diese. Diese und dann kommt ja hier oben im Notfall die letzte Station rein. Gruppieren und dann will ich noch eine Haltestelle dazu nehmen und zwar die da. Dann haben wir hier die Gruppierung auch voll. Jetzt kommt hier hinten. Also ich setze jetzt diese Folge hier keine Fahrzeuge mehr drauf. Das machen wir dann mal schön in der nächsten, wo wir dann halt auch mal wieder ein bisschen Zeit haben in Anführungszeichen. So. Dann haben wir die hier oben dran. Dann kommt hier oben die große Wendeschleife, also die doppelte rein. Hatten wir die eigentlich auch in zwei Richtungen, die doppelte oder nur in eine? Ich glaube, die war nur in eine. Schade. So, komm. Jahreswechsel. Wir sind im Jahre 2212. Auch nicht schlecht. Genau, haben das dann halt hier unten fertig. Dann können wir hier hinten halt. Oh, das wäre ein bisschen zu pornös, ne? Machen wir hier hinten halt auch nochmal die rein. So. Genau, die Leute laufen hier auch die Strecken runter.
fangen wir an hier oben, ne? So, 1, 2, 3, 4. Machen wir hier runter. So. Den und nochmal den. Wie hieß denn das doch? Kiruna. Kiruna. Ah, Großschreibtester. Kiruna 01. Dann erstellen wir hier schnell eine Route namens Kiruna 2. Die wir hier halt auf dem anderen Radius legen. Ne, die 7-8 will ich gar nicht. Das sind die falschen. Dann dahin. Dort lang. Hier runter, da rein und fertig. So. Wieso setze ich die Haltestellen denn doppelt? So, den dann noch. Den und den. Dann haben wir hier Kiruna 02. Und dann kommt noch eine Folge, eine Linie, die heißt dann Kiruna 3. Obwohl, da können wir jetzt auch noch die Fahrzeuge draufsetzen. Das ist jetzt auch nicht mehr so der Engpunkt für die Folge, weil wir sind eh schon ein bisschen drüber. Von daher setzen wir dann, glaube ich, hier auch eine noch. Kiruna 03. Und jetzt haben wir hier alle Linien über diesen Engpunkt laufen. Das ist cool. Also wir haben jetzt hier echt was Schönes gebaut, ne? Das darf man jetzt nicht abstreiten. Wehe, ihr tut das. Wehe. Nein. Genau. Das heißt zum Beispiel, wir setzen jetzt die Dings hier oben dran. Kaufen dann für Kiruna. Wo ist sie denn? Kiruna DS 1, 2, 3. Kiruna 2. 1, 2. Die verkaufen wir nochmal. Das geht jetzt auf Kiruna 3. Dann kaufen wir nochmal eine, die geht nochmal auf Kiruna 2. Weil Kiruna 2 ja doch eine etwas größere Tour war. So, Fahrzeugersatz. Gleich anmachen, das waren die hier. So, jawohl. Nehmen wir hier dasselbe, jawohl. Und die letzte auch noch. Auswählen, jawohl. So, und jetzt haben wir das hier doch noch fertig gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, auf welcher Linie fahren die halt überall mit? Kiruna 1 und 2. Und hier auf 1 ein paar und auf 2 hauptsächlich. Schade, dass die Straßenbahn sich an der Haltestelle gerade ausrichten. Das ist ein bisschen blöd. Wieso behält er hier aber die Kurve vom Ball? Komisch. Tack, gerade. Was zum Teufel? So 100. Also die drei Züge machen wohl ausreichend. Ja. Ausreichend Bewegung hier im Netz. So 1 und 2. Vielleicht können wir hier nochmal eine runterlöschen jeweils. Die 1 verursacht zu viel Kosten. Und ihr fahrt hier wie? Jetzt ist es gerade ein bisschen unglücklich, dass ich hier halt ein bisschen länger dran sitze, als ich will. Beziehungsweise ein bisschen zu lange. Ja, die Folge überziehe, weil ich wollte ja eigentlich nur 15 bis 20 Minuten. Aber ist halt auch mal so, dass man sagt, okay, ignorieren wir mal, hier unten kommt schon die Tram an, da kommt der Bus. Das ist super, die müssen nämlich gleich hier verkauft werden. So, Bus ist als erstes da, Tram sollte jetzt auch gleich da sein. Zack, da sind wir die nämlich auch los. Das sollte jetzt heißen, die Bahnen sollten versuchen, einen ordentlicheren Takt zu bekommen, beziehungsweise sich versuchen, aus den Kosten rauszuwinden. Und wir sehen, aufgrund der weggeschmissenen Linie machen wir auf einmal 10 Millionen plus. Hey, also unserer weggeschmissenen Fake-Linie, die wir rausgehauen haben, ja.
also unser Depot in... Gott, wie hieß denn die Stadt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ihr wisst es hoffentlich, welche ich meine. Von daher würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch wieder vorbeischaut. Bis dann eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns dann morgen 13 Uhr. Haut rein, bis dann und ciao.